Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch ein Q&A. Ihr habt mir ein paar Fragen dagelassen in den letzten Wochen. Und ich habe halt auch ein paar privat bekommen. Und die werde ich jetzt einfach alle beantworten. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie jetzt in den Kommentaren, damit ich auch fürs nächste Mal Fragen beantworten kann. Und also nicht vergessen, das jetzt schon zu machen. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Also, die erste Frage ist, mit welcher Kamera filmst du? Und ich filme seit ein paar Monaten, mit der Canon EOS 700D und bin ziemlich zufrieden und ja. Dann hat noch die Jasmin Cool gefragt, mit welchem Bearbeitungsprogramm ich meine Videos bearbeite. Und dafür benutze ich Vegas Pro, also Vegas Pro 12, Sony Vegas Pro 12. Apfelkitchen-Traum fragt, was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist, glaube ich, Hund. Ja, Hund und Tiger. Dann fragt sie noch, was sind deine Hobbys? Und meine Hobbys sind Tanzen, Essen, so Sport generell und Videos drehen und mich schminken. Ja, Schminken ist eines meiner größten Hobbys. Und dann fragt die Rosa Pink, hast du Instagram? Ja, habe ich und ich schreibe euch den Namen hier. Ich heiße It's Myla Bieber. Ja. Ihr könnt mir ja gerne mal folgen, wenn ihr möchtet. Die Theresa Häkel fragt, wie ich meine Locken mache. Also nicht diese, sondern die ich sonst immer habe. Diese habe ich jetzt mit Lockenstab gemacht. Die Locken, die ich sonst immer habe, das sind ein bisschen Natur und ein bisschen hellfisch da. Aber ich kann euch das gerne mal zeigen. Es müsste eigentlich bei jedem klappen. Außer jetzt bei welchen, die so ganz glatte Haare haben. Ich kann ja mal ein Tutorial dazu machen, wenn ihr euch das wünscht. Oder ich zeige euch das mal irgendwann in einer Abendroutine oder Morgenroutine. Und ja, ist eigentlich ziemlich einfach. Dann fragt eine noch, wie ich auf Snapchat heiße. Also ob ich Snapchat habe und wie ich heiße. Ja, habe ich auch. Da heiße ich Myla Beeps. Könnt ihr mal ja auch folgen, wenn ihr Bock habt. Dann, wie sieht dein aktueller Beziehungsstatus aus? Ich bin in einer Beziehung seit fast 2 Monaten. Bist du mehr der Kleiderrockmensch oder der Hosenmensch? Eigentlich bin ich mehr so der Hosenmensch. Ich mag zwar auch sehr Kleider und Röcke zu tragen, aber das mache ich nicht so oft. Also eigentlich lieber der Hosenmensch. Hast du Instagram als Beauty by Myla? Nee, ich habe Instagram als It's Myla Bieber. Was sind deine momentanen Lieblings-Apps? WhatsApp natürlich, Instagram und Snapchat. Ja. Welche Effekte benutzt du am meisten, um deine Fotos zu bearbeiten? Also, um meine Fotos zu bearbeiten, benutze ich die Apps Facetune, Afterlight und ViscoCam am meisten. Und als Effekte benutze ich bei ViscoCam eigentlich nur B1, B5 oder X1 oder halt T1. Und sonst eigentlich relativ wenig. Also ich benutze nicht so viele Effekte. Und bei Afterlight benutze ich eigentlich immer nur diese Lichtdings. Diese komischen Dinger. Diese Lichtfeuer-Dings. Ja. Und dann noch, was hörst du für Musik? Ich höre gerne, im Moment höre ich sehr gerne Hip-Hop und R&B, aber auch Rock. Ja, also ich höre eigentlich vieles gemischt, so Charts auch. Dann fragt die Dana Hermann, auf welchen Konzerten ich schon war. Und ich war einmal auf Justin Bieber Konzert, das war am 6. April 2013. Dann war ich zweimal auf einem One Direction Konzert, einmal am 4.5.2013 und am 2. Juli 2014. Und da war ich noch auf einer Autogrammstunde am 22.09.2012 und einmal auf dem Cody Simpson Konzert am 27.06. Ja, am 27.06.2014. Und bald bin ich wieder auf einem One Direction Konzert. Ja, und das waren wirklich einer der schönsten Tage und ja, sowas zu erleben ist einfach richtig toll. Das sind schöne Erinnerungen. Dann fragt sie noch, wie bist du zu einem Belieber geworden? Das war so um die 2010 oder 2009, sowas um den Dreh. Da war ich mal bei einer alten Freundin und
Sie hat halt einen Computer, das war damals total cool, das hatte nicht jeder. Ja, sie hat mir dann One Time gezeigt, also das Lied und das Video. Und irgendwie seitdem war ich so, es hat mich so gepackt. Und dann war ich halt noch dann irgendwann in Never Say Never, also in einem Kinofilm. Da weiß ich noch, da wollte niemand mit mir gehen. Und dann irgendwann habe ich dann meine jetzige beste Freundin hab gefragt. Und dann sind wir zusammengegangen. Und es war auch richtig cool. Und dann wurde das halt manchmal ein bisschen weniger, weil man nicht so viel von ihm gehört hat. Und weil ich ja auch noch so jung war. Ich war 10, 11 Jahre, da hatte ich noch kein Internet, also nicht so viel Internet. Und habe nicht so die Social Medias gehabt und habe halt nicht so viel mitbekommen. Deswegen war das halt auch nicht so krass. Und dann ab, ich würde sagen, so 2012 war das dann wirklich richtig krass. Und dann kam auch das Christmas-Album raus. Und ich glaube, seitdem ist das am krassesten. Und kam Belief raus und Belief Akustik. Dann war ich auf der Belief-Tour. Und ja, das ist cool. Dann fragt Farina Drew, also das ist meine Cousine, fragt noch, ist Farina die beste Cousine der Welt? Natürlich, wer auch sonst? Dann noch, wenn du die Wahl hättest zwischen einem Cody Simpson Konzert, einem Justin Bieber Konzert oder einem One Direction Konzert, wie würdest du dich entscheiden? Die Frage ist schwer, aber ich glaube im Moment Justin Bieber, ja. Wo würdest du gerne mal hinreisen? Ich würde gerne mal auf jeden Fall in die USA reisen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und nach Australien möchte ich auch mal gern. Und in Türkei. Und Kanada. Ja, eigentlich würde ich gerne mal eine Weltreise machen, aber am liebsten halt in die USA. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ich habe nicht wirklich eine Lieblingsfarbe, aber ich glaube, viele sagen ja immer, Schwarz ist keine Farbe, aber eigentlich ist Schwarz meine Lieblingsfarbe, wenn man das jetzt als Farbe ansieht. Ansonsten so, ich weiß gar nicht, Grau, eigentlich eher so dunklere Farben. Ich finde eigentlich voll dunkel. Und das mag ich auch, aber Bordeaux-Rot mag ich sehr. Und so dunkelgrün, also alles relativ dunkel. Und sonst weiß und schwarz, aber am liebsten schwarz. Auch wenn viele sagen, das ist keine Farbe, für mich ist das eine Farbe. So ja, das waren dann auch schon alle Fragen. Ich hoffe, ich habe eure Fragen beantwortet und auch Fragen, so, die ihr euch gestellt habt, sind jetzt damit beantwortet. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, was ich hoffe, dann stellt sie bitte jetzt in die Kommentarbox. Also nicht vergessen, damit ich auch fürs nächste Mal halt ganz viele Fragen habe. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder sonst was. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!